Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Divinity Original Sin. Bei mir ist wieder Mr. Sam Samuel. Heidi-ho. Und ja, ich bin auch wieder dabei und wir sind jetzt quasi in die Höhle, in dieses Verlies gegangen. Wir haben ja gerade diese Feuerelementare und diesen Zauberer getötet. Und das ist dieses zweite Verlies, von das dieser Ratte davon oder in der letzten Folge geredet hat. Und ich bin mal gespannt. Ich suche einen Grabstein wieder. Erde, Wasser, Luft, Feuer. In der Nachbildung dieser Zelle wendet sich euer Doppelgänger gegen euren Verbündeten. Hä? Erde, Wasser, Luft. Was ist denn Erde? Erde müsste das Grüne sein. Feuer ist das Rote, Wind ist das Blaue und Wasser ist hier das hier, was brennt. Na, dann drück du die mal. Ich drück mal Feuer hier. Ja. Aber ich dachte, es wäre die Reihenfolge. Erde, Wasser, Luft, Feuer. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Reihenfolge. Erde anfangen? Aber hier ist doch der Grabstein, das steht. Erde, Wasser, Luft, Feuer. Vielleicht ist das so ein Rätsel, wo man das andere Teammitglied dann zum anderen Verlies schickt. Ich weiß nicht. Hm. Das könnte natürlich auch sein. Ich kann ja mal zum anderen Verlies gehen. Okay, mach das. Das war da im Haus drin. Ja. Ich weiß nicht, ob das so geht. Ob ein Rätsel in diesem Spiel so weit geht. Bin jetzt vielleicht ein bisschen Erz abbauen. Achso, ich habe mich schon gefragt, was ist denn jetzt los? Was? Ich habe zu viel zu tragen. Oh nein! So, ich gehe hier mal einzeln durch. Oh, das geht nicht. Das geht zu schwer. Okay, dann muss ich auch was rausschmeißen. Zu viel zu tragen. Also manchmal sind ja echt tatsächlich intelligent genug, nicht durchs Feuer zu laufen. Ja, ich weiß auch nicht, wann sie da sich dafür entscheiden. Du hast jetzt das blöde Erz hingefügt. Hä? Oder war das zu einer drunter? Weiß gar nicht. Ah ne, hier ist es doch falsch gewesen. Ne, es war hier bei diesen Steinen, wo wir die Zombies da getötet hatten. Ah. Den ganzen Gift. Wer wollte das Spiel in das Eisen jetzt? Ich sehe das gar nicht. Verdammte Kacke. Gucken wir mal. Wasser, Erde, Luft, Feuer. So, bist du bereit? Warte. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich bei mir was anklicke und bei dir dann was passiert und du dann dementsprechend bei mir was anklicken musst oder so. Welches Symbol ist denn dieses Wasser eigentlich? Das Wasser ist das, was wie Wellen aussieht. Okay. Und dann, du hast zwei blaue Symbole. Das eine sieht ganz klar wie Wolken aus und das andere ist dann Wasser. Gut, na dann drücken wir beide mal Wasser, wa? Warte mal. Wasser ist bei mir auch steht auch ganz oben. Ja. Okay, ich drück jetzt Wasser. Ich auch. Oh, wir haben beide Fähigkeit bekommen, betäubt. Toll. Gut. Wenn es weitergeht, dann Erde. Ja, ich drück jetzt so. Okay, ich auch. Oh, ich brenne. Alter, ich brenne. Okay. Ist bei dir was passiert? Ja, aber ich stand nicht da, wo es passiert ist. So, Wasser, Erde, Luft ist das nächste, ne? Ja. Okay, dann Luft. Ich drücke. Oh, jetzt bin ich ausgerutscht. Wie geil ist das denn? Alles und vereist Feuer. Hier. Mein Charakter rutscht erstmal schön aus. Okay, und ich drücke jetzt. Warte, jetzt drücke ich Feuer. Und ich stehe unter Strom. So, was hat es jetzt gebracht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt das Gefühl, es ist so ein Atelierraum hier oder so. Da frage ich mich auch gerade, ey. Weil dann würde auch der Schriftzug in dem Grabstein was bringen. In der Nachbildung dieser Zelle wendet sich euer Doppelgänger gegen euren Verbündeten. Ja. Aber hat sich bei dir irgendwas getan? Da war doch die eine Säule, die wo oben Feuer drauf war. Ja, die brennt immer noch. Hm. Also aus den anderen kommt jetzt irgendwie Rauch oder sowas hoch, aber... Ja, das kommt schon die ganze Zeit. Passiert da, ist bei dir irgendwas passiert? Jetzt ist hier überall Strom. Hier ist überall Gift. Also es passiert auch ohne, dass ich es drücke. Okay. Sehr merkwürdig. Ob man das irgendwie kombinieren kann, diese einzelnen Sachen?
Ich habe echt. Ich habe jetzt einfach mal wild durchgeklickt und bei dir ist halt ganz halt nur irgendwas kaputt gegangen, irgendein Angriff und sonst irgendwas. So wie es aussieht. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Raum, stelle ich mal rein, ich gehe mal in den anderen Raum und drücke was, damit du stirbst oder so. Ja. Also. Okay, dann kann ich ja wieder raus aus dieser Höhle. Gut, wenn, also ansonsten, wenn ihr da draußen wisst, was dieser Raum für Nutzen hat, dann sagt es. Der einzige Nutzen, der für mich ist, ist die Tatsache, Sam zu ärgern, aber. Gut. Hey, da steht doch auch Kampf. Ah, nee, Kampf beginnt, bezieht sich auf das andere. Das ist kein Kampf. Ja, alles gut. Ich geh erstmal kurz wieder ins Haus und heile mich. Ja, ich muss auch erstmal meinen Ballast loswerden. Ich bin zu schwer und weiß nicht, wo das Spiel das als erstes hingepackt hat. Ja, wo liegt das denn? Sehr merkwürdig. Ich finde ja cool, dass sogar die Kleidung nass wird, wenn es regnet. Also die hat wenigstens so diesen optischen Eindruck. Gut, was wollen wir jetzt machen? Ich muss kurz mal ein bisschen Eisenerz loswerden hier. Ich habe nicht echt zu viel. Ja. Aber auf alle Fälle will ich demnächst dann versuchen, irgend so einen Feuchtigkeitszauber zu kriegen. Ja. Das, ja. Wieso komme ich jetzt hier nicht weg? Hä? Wieso kann ich denn nicht laufen? Ah! Was machst du denn schon wieder? Anscheinend bin ich schon wieder festgebackt. Ich komme aus der Höhle raus und kann nicht mehr weglaufen. Dann geh wieder in die Höhle rein. Ja, bin ich gerade. Du stehst immer draußen bei mir. Ja, das Problem ist... Hast du deinen Charakter bewegt, dein Wolf kam? Nee, auch nicht. Hä? Wegen des Eisenerzes oder so? Ist das zu schwer? Oh ja. Gott, ist das dumm. Nee, das hatte ich aber auch schon. Unglaublich. Ist ja klar, wenn du zu schwer bist, dann kannst du dich nicht mehr bewegen. Ja, nein, das ist nicht, weil ich es getragen habe, sondern weil das Eisen jetzt vor mir lag. Ach so? Und den Weg quasi blockiert hat. Das ist ja cool. Aber ich kann es aufnehmen. Das ist doch cool. Hast du es aufgenommen? Nee, ich habe es jetzt extra hingelegt, weil sonst wäre ich ja nicht mehr... Also ich habe es aufgenommen. Dann gibt es doch deinen Typen. Du hast doch den Wolfkram hier noch. Nee, ich kann es auch nicht tragen. Das ist zu viel. Ah, dann mache ich es halt selber. So. Ich schicke mal meine Tante hin, dann hebe ich es eben auf. Frage ist, ob wir dann mal in die Stadt wieder wollen, um unser ganzes Zeug loszuwerden. Und eventuell einen neuen Zauber zu kaufen. Nein, mein hat nicht genug Stärke, um es aufzuheben. Ja, siehst du, das ist einfach zu viel irgendwie. Wie viel Eisenerz hast du denn mitgenommen, ey? Das sind 8 Stück, aber dummerweise kannst du die nicht einzeln aufnehmen und ablegen. Doch, du kannst aufnehmen und dann den Stapel teilen. Oh ja, stimmt, das ging auch, ja. Ach, du Lappen, ey. Aber ich kann es mir irgendwann auch wieder abholen, wenn ich es brauche. So, gucken wir mal. Inventar. Wo haben wir denn das Eisenerz hier? Ich habe jetzt 13 Eisenerz, sehr schön. Stapel aufteilen, halbieren wir mal das Ganze. Halbieren wir hier nochmal. Hier halt, jetzt hat Wolfgramm was. Er ist überfüllt anscheinend. Ach, was ist? 3 Kilo an sie. Jetzt bin ich nicht mal überfüllt. Okay, dann gib mal das Eisenerz von deinem Wolfram zu dir. Das müssten 4 Eisenerz sein. Ah, gut. Das müsstest okay. Du eigentlich tragen können. Und dann gehen wir jetzt... Also zum Nordtor teleportieren, oder? Ja, gehen wir kurz zum Nordtor. Ja. Dann können wir mal unser Zeug loswerden. Wir können ja die Folge beenden, weil es kommt jetzt nichts, was jetzt spannend ist für die Zuschauer. Ist heute mal eine kürzere, sehr viel kürzere Folge gewesen. Ja. Aber ist da, denke ich, auch nicht so schlimm. Ihr müsst uns ja nicht den ganzen Tag ertragen. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ciao.